Wir sind wieder zurück bei Legend of Zelda Skyward Sword HD und damit es weitergeht, müssen wir die Statue wieder nach oben schießen lassen, denn in der letzten Folge haben wir diesen unteren kompletten Kellerbereich, kann man sagen, mit ganz vielen Zombies durchsucht und dann haben wir herausgefunden, dass wir einfach ein großes Seil lang gehen mussten, damit wir jetzt hier, ja, wieder runter gehen können. Warte, nicht runterspringen, einfach hier ans Seil. Genau. Whee! Das darf sein! Oder so. Aber warte mal, waren hier nicht große Zombies? Das große Zombie-Horde? Was? Was mit dem Gesicht? Link war gerade mit dem Gesicht. Naja, egal. Ich glaube, ich muss jetzt einfach nur hier lang, ne? Das nehmen wir mit. Aber warum nicht? Genau, und jetzt ist hier einfach so eine große, riesige weiße Kiste mit. Naja. Höchstwahrscheinlich das Puzzleteil. Noch nicht? Du hast einen gesegneten Schlüssel erhalten. Diese Holzschnitzerei strahlt Güte aus. Sie ähnelt der Statue im oberen Stockwerk. Oh oh, war eine Falle. Weg hier. Platsch. Okay. Das war easy. Und jetzt haben wir da oben so eine Statue. Ah ja. Aber ist das jetzt der Schlüssel, um das Ganze zu beenden? Können wir zum Boss? Also, rein theoretisch ja. Außer es ist was komplett anderes, aber ich dachte erstmal, das ist ja der Schlüssel. Ja, das Puzzleteil wird ja wahrscheinlich auch Schlüssel genannt, deshalb. Doch, das könnte da reinpassen. Lass es mal ausprobieren. Haben wir schon gelesen? Suche den Schlüssel in der Tiefe. Haben wir nicht gelesen, aber naja, ist offensichtlich. Das ist der Schlüssel. Und ja, wir kommen gleich zum Boss. Schön. War das jetzt nicht schon richtig so? So? Hä? Nicht? Doch. Doch, ist schon richtig. Zack. Ja, das war, Dungeon war okay. War super nervig. Gab ein paar Stellen, die habe ich nicht gecheckt. Aber er ist nicht super lang. Okay. Ich möchte diesen Boss jetzt wirklich so verkloppen und deshalb sind hier die Treppen, damit man dann am Ende hier hoch kann. Ah. Was mache ich mit euch? Ich habe das Gefühl, damit wecke ich den Boss oder so. Oder vielleicht so ein großer Wasserstrahl nach ganz oben. An die Oberfläche. Oh, damit fahren wir nach oben. Statt nach unten. Hallo. Bist du der Boss? Ich glaube nicht. But what if? Boah, hast du einen langen Hals? Da geht man so einen Hals, ey. Okay. Reicht dann noch. Ja. Super. Wir dürfen sogar einmal nochmal speichern, falls wir wollen. Falls wir wollen, dürfen wir nochmal speichern. Und wisst ihr was, Leute? Wisst ihr was? Ich speichere sogar. Ja? Weil. Ja? Okay, kann man sich nochmal full healen. Ich brauch's natürlich nicht. Ne? Ich bin Pro-Gamer in diesem Spiel. Vor allem in diesem Spiel. Deshalb brauche ich sowas nicht. Aber für die, die es brauchen, ist es sicherlich ziemlich gut. So, mein Freund, du Endboss. Oh nein, es ist Giraim. Du bist ziemlich hartnäckig. Ich benötige meine kostbare Zeit, um einen Weg für die Rückkehr des Dämonenkönigs zu finden. Zu allem Überfluss stört mich dann auch noch so lästiges Getier wie du. Das schlägt mir doch ein wenig auf die Stimmung. Und da haut er wieder ab wie ein Feigling. What? Das Ding lebt? Irgendwie kriege ich ein bisschen Wario World Vibes. Wow. Was zum Artefakt der Finsternis? Da Ilum!
Oh mein Gott, Leute, es ist der Ilum! Okay. Dann machen wir ein bisschen Angst, ne? Musst du vielleicht diese Dinge kaputt machen hier? Was so? Was mache ich? Hier dran. Ah! Nicht? Was mache ich denn? Ich habe kein Schild, ne? Ah, warte. Nee. Zu ihm zurückschleudern. Hier. Auf ihn. Oh, hat geklappt. Hä? Was muss ich machen? Was soll ich denn da? Oh, es war schon mal richtig, ne? Ihn selbst damit zu treffen, ja. Ach, vielleicht damit grabben. Moment, das probiere ich glaube ich mal aus. Ich möchte ihn damit grabben. Das kann natürlich auch sein. Ja! Rausziehen! Okay, stopp. Ja, das muss ich auf jeden Fall machen. Ich muss seine Körperteile rausziehen! Mario Sunshine Style! Oh! Was macht er jetzt? Na! Nochmal seine Dinger rausziehen lassen. Oh, und jetzt kann ich ihn angreifen! Ha ja! Oh, aua. Das war klar, dass das passierte. Taktikwechsel? Okay, zweite Phase oder so. Was hat er jetzt vor? Ist das richtig so? Ja. Ich mach's aber anscheinend immer richtig, einfach um ihn drum rumrennen. Alter, wie soll ich das so schnell machen? Oder kann ich auch joggen? Ja, muss irgendwie rumjoggen. Du. Und irgendwann holt er seinen Arm raus und ich reiß ihn dann wieder raus. Gut so. Jetzt holt er seine beiden Arme raus und ich schlag ihn dann in seinen Bauch. So hart es geht. Dritte Phase oder so? Läuft ganz cool, oder? Das ist wirklich easy. Einfach um ihn rumlaufen. Manchmal so alleine. Mit der Peitsche. Ja, ich glaube, das wird jetzt nicht mehr so gut funktionieren. Aber ich probiere es trotzdem. Doch, das funktioniert doch noch. Das funktioniert doch noch. Was zum... Was? Leuchtet? Warum? Warum leuchtet ihr? Oh. Weil ich einfach seinen Arm klau. Also seine. Ich klau einfach sein Schwert. Ich kann einfach das Schwert nehmen. Und dann möchte ich ihn damit verhauen? Ja, seine Beine abhauen! Oh! Yo! Link ist so badass! Alter, das ist ja cool! Boah! Du bist ja wahrscheinlich der einfachste Bosskampf, aber dafür der coolste. Von der Szenerie her. Aua, aber ich sterbe langsam. Oh ja, danke! Jetzt macht der Dinger kaputt, das ist gut. Komm, mach was Cooles, Bro! Das ist cool. Nein, das ist super uncool. Ach, come on. Das muss echt nicht sein. Weißt? Aber. Aber er killt seine eigenen Freunde. Er killt seine eigenen Buddies. Ich sehe nichts. Mach's mal was. Und jetzt hol ich deine Arme wieder raus. Und den spin ich. Lass ich spinnen. Shit. Ja genau, okay, einfach deine Freunde. Richtig gut. Das ist jetzt meins? Ja? Ist das okay? Ist okay, ne? Ist auch okay. Den darf ich doch mal ausleihen, oder? Ich gebe ihn auch später wieder. Keine Sorge. Bam! Das hast du davon, mir zu vertrauen! Zack! Zack! Und nochmal zack! Der war echt viel aus. Großer Tank.
Boah, was will denn jetzt noch? Es ist so warm, ne? Das ist wirklich Workout hier. Boah. Was zum... Ist klar? Hast du dich jetzt ausgetobt? Spawnt er wieder seine kleinen Minions, die niemand juckt. Niemand hat danach gefragt. Ja, setz einfach deine blöden Attacken ein, please. Was ist los? Boah, wie viele noch? Ja, ich bin tot. Glaube ich. Ich sehe nichts. Ja, ich habe nichts gesehen, Bro. Ich sehe immer noch nichts. Ich habe mal mit dem Ding rum. Jetzt mach doch mal. Nein, nicht während ich... Boah, ich bin tot. Ich muss wegrennen. Ich muss wegrennen. Bitte mach mal die kaputt, die Dinger. Mach mal bitte kaputt. Nicht noch mehr spawnen. Ja. Das muss ausreichen. 6 Herzen. Ich hol jetzt erstmal deine blöden Eingeweide raus, ja? Dann hole ich mir das Schwert, was dir mal gehörte. Und weißt du, was ich damit mache? Aua. Weißt du, was ich mit diesem Schwert mache? Sterben, wie es scheint. Ja. Sieht nicht so gut aus. Oder zumindest nicht mehr. Bist du so schnell? Yes! Das wird noch was! So, und jetzt haust du auf die Kacke! Ja! Boah! Hätte mich fast bekommen! Das einzig Schwere an diesem Bosskampf war der Fakt, dass man kaum Herzen bekommen hat. Aber der Kampf selber fand ich in Ordnung. Ich konnte schön meine Wut rauslassen. Und jetzt bin ich voll geschwitzt. Aber dafür erhalte ich ein weiteres Leben. Einen weiteren Herzcontainer. By the way, wenn wir nur noch ein Herz finden sollten, dann kriegen wir auch nochmal ein weiteres Herz. Yeah! Eine zweite Reihe! Wie viele haben wir da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Und dann jetzt ein 11. Herz. Das heißt, wir können vielleicht insgesamt 20 Herzen haben oder so? Sick. Außerdem muss ich wirklich sagen, das war das Coolste im ganzen Kampf. Dieser Link hier mit diesem Schwert. Das war wirklich sick. Können wir es mitnehmen? Warum frage ich überhaupt? Natürlich nicht. Hier. Mein Schwert darf da liegen bleiben. Wir gehen hinein. So. Finde ich hier die Flamme? Ich gehe mal davon aus. Steuerung? Das ist genau andersrum. Leute, das ist literally genau andersrum. Was ist da passiert? Naja. Hä? Sollst du das Schwert nicht einpacken, Link? Sondern drauf! Da ist die Flamme. Schön in grün. Leg ich da jetzt einfach mein Schwert rein oder wie soll das funktionieren? Schon ziemlich heiß. Naja. Oh. Vielleicht hat Fein eine bessere Idee. Sie absorbiert einfach das Feuer. Gebieter, das Schwert. Ja, hier. Ich will das nicht anfassen, es ist zu heiß. Oh, warum? Ah. Wow. Boah. Das sieht aber richtig sick aus. Ein grünes Schwert? Oh.
Pharaohs Flamme hat dein Schwert gestärkt. Seine Klinge ist gewachsen und es ist schärfer als je zuvor. Wir machen wahrscheinlich dann damit mehr Damage. Das ist doch schön. Aber leider gibt es noch zwei weitere. Wie stark wird denn das Schwert am Ende sein? War ich dann One-Hit alles? Ich schätze, das ist worth it. Ha? Was zum... Was ist das denn auf meiner Hand? Gestärkt durch die heilige Flamme ist dein Schwert gewachsen, Gebieter. Ja, habe ich verstanden. Reicht auch so ein ganz klein bisschen, glaube ich. Gebieter, ich habe nun die Kraft, dich ein neues Lied zu lehren. Kehre dafür zurück zur Stätte der Lieder. Die Stätte der Lieder? Wo waren die nochmal? Das habe ich wirklich vergessen. Was ist noch einer von euch? Bestimmt. Oh. Hi, Pharaon. Ich sehe, dein Schwert ist nun stärker denn je. Obwohl du nur ein kleiner Junge bist, hat dich die Göttin auserwählt. Aber noch weißt du die volle Kraft deines Schwertes nicht einzusetzen. Du musst weiter lernen. Dein Geist muss wachsen. Bis bald. Okay. Ciao. Whee. Da ist weg. Damit sollten wir komplett durch sein mit dem Wald von Pharaon. Und ihr seht schon, wir haben noch zwei weitere Gebiete. Und das Gebiet links ist noch riesig und oben auch noch relativ riesig. Also es scheint, als hätten wir noch einiges vor uns, Freunde. Aber der Part ist hier natürlich nicht vorbei, das wäre zu kurz. Deshalb gucken wir uns mal ein bisschen alles genauer an. Also wenn du da aber stehen bleibst, ne? Ah, er träumt mich nur. Okay. Warte, können wir nicht einfach hier mit der Statue reden und dann kommen wir wieder zurück nach oben? Geht das nicht? Doch, ins Wolkenmeer reisen. Ha, alles klar. Wo kann ich jetzt ein neues Lied... Stätte der Lieder. Also entweder am Wolkenhort... oder hinter den Wolken. Lass mal sehen. Hinter den Wolken, ja. Und hier ist eine Kiste. Haben wir noch mehr Kisten hier? Ich sehe keine. Okay, dann fliege ich kurz dorthin und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich angekommen bin. Wisst ihr, was ich cool fände? Ich fände es cool, jetzt wo man die Peitsche hat, wenn man... Also ich hätte es halt cool gefunden, wenn man jetzt mit der Peitsche irgendwie, während man fliegt, vielleicht damit rumwedeln kann. Weil hier sind überall Gegner um mich rum. Und das wäre cool gewesen, jetzt wo man die Peitsche hat. So, dass man vielleicht halt die Dungeon-Items auch in der Luft benutzen könnte. Das fände ich halt ganz cool. Aber ist leider nicht der Fall. Woo! So, dann klettern wir mal hier rein und hören uns das nächste Lied an. Warum auch immer uns das Fall nicht von Anfang an alle drei beibringen konnte, sonst wahrscheinlich vertraut. Okay, akzeptiere ich. So, wieder hier in dieser wunderschönen großen Halle. Und ich bin ready. Was Neues zu lernen! Also bringe mir ein neues Liedchen bei. Da kommt die komische Statue wieder. So, wie nimmst du auf? Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Als du das Wappen mit dem Himmelsstrahl berührtest, hat die Göttin zu mir gesprochen. Gebieter, höre nun die Botschaft der Göttin. Ja, die redet da hinten schon. Sucher der heiligen Flammen, lausche meinen Worten. Ich werde dich von jenseits der Zeit führen. Noch zwei heilige Flammen fehlen dir. Um sie zu finden, bedarf es der göttlichen Schätze. Um diese Schätze zu erhalten, musst du mehrere Prüfungen bestehen, die ihrer würdig erweisen. Erfülle deine Bestimmung, unterstützt von der Kraft der göttlichen Schätze, und du wirst die heiligen Flammen erblicken. Nun nimm dieses Lied und begib dich in die Wüste Ranel, wo dich eine weitere Prüfung erwartet.
Okay. Wüste Rannel. Ich meine, das war das mit dem Vulkan. Wir stehen einfach in der Luft, inmitten eines Winters. Dieses Lied heißt Nairus Weisheit. Ein Lied der Weisheit, das dich führen wird, Gebieter. Du erhältst Nairus Weisheit. Wir haben es uns eingeprägt. Wir halten das Lied. So rum. Ich werde Nairus Weisheit für dich aufbewahren. Mit der Aurasuche kannst du nun den Eingang zur Prüfung finden. Brich nun auf zur Wüste Rannel. Na gut, Freunde. Ihr habt sie gehört. Dann wollen wir mal aufbrechen. Und da kriegen wir... eine neue Aurasuche? Was denn? Hä? Was ist denn die Aurasuche? Portal der Prüfung. What? Ha? Was denn für ein Portal der Prüfung? Okay, davon weiß ich nichts. Ich gehe mal ganz kurz speichern. Moment. So, okay. Nein! So, okay. Das war komisch. Naja, auf jeden Fall. Soll ich jetzt mit der Aurasuche mich hier wegfinden? Die Aurasuche... sag ich so raus. Oder wie? Vielleicht soll ich auf eine bestimmte Insel gehen? Aber ich kann die Aurasuche noch gar nicht hier benutzen. Ich würde mal sagen, ich lande vielleicht da hinten mal. Obwohl, vielleicht zeigt er das auch... Warte, links ist eine Kiste. Vielleicht kriegen wir sie ja jetzt schon. Dann muss ich sie nicht gleich mit Ingi machen. Ja, ihr wisst ja, ich habe ja vorgehabt, nach jedem Dungeon eine Folge mit Ingi zu machen. Ein bisschen Backtracking betreiben und so. Damit ich hier nicht hin muss, nochmal, machen wir es einfach jetzt. Ich möchte sowieso nicht mehr die Wüste Rannel halt anfangen. Das kann für eine andere Folge bestimmt sein. Ja, gut. Ich hab den Knopf nicht gefunden. Und das Ding ist gerade in die Wand geflogen und gestorben? Was? Okay, cool. Gut gemacht, Freund. Was zum... wie komme ich da denn hin? Ja, genau. In die Richtung drehe ich, auf jeden Fall. Okay, egal, egal. Und los! Man kann klettern, okay. Aber hier sind zwei Truhen, habe ich gesehen. Hier ist eine. Als ob ich da nicht rankomme. Really? Okay, ich wollte es schon sagen. Ich wollte schon sagen, wie dumm wäre das denn, wenn man da nicht rankommen würde. Gib mir die Rubine, die ich verdiene. Und ein Monsterhorn. Okay. Nimm mich mit. Na gut. Hallöchen, kleine Spinnilein. Lass mich mal in Ruhe. Die machen ja wirklich gar nichts, die Spinnen. Die tun ja nicht mal weh. Die krapschen sich nur an dich dran. Die sind ja wirklich überhaupt nicht schlimm. Schnell. Bist trotzdem schnell hier hoch. Und hier. Kriegen wir. Oh! Eine Rubinmedaille! Trägst du sie bei dir, wirst du häufiger als sonst auf Rubine stoßen. Nimm sie mit, um schnell zu Reichtum zu kommen. Ich glaube, Terry wird froh sein, wenn wir das ihm erzählen. Dass wir so ein schönes Item erhalten haben. Ich meine, da könnte es auch gut gebrauchen, aber... ich möchte Items haben, deshalb... stimmt, vielleicht sage ich ihm das lieber nicht. Sonst will er es vielleicht haben. Jetzt kauft es mir noch ab. Ich meine... I don't know. Obwohl, würde ihm überhaupt das irgendwas bringen? Ich meine, er ist ja kein Adventurer, er ist einfach nur ein Handelsmann. Kann ich schlagen mit meinem Flügel? Lol. Okay. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich wieder in der Stadt bin. Und da sind wir! Wieder zurück im Wolkenort. Aha. Da ist eine Kiste, da ist eine Kiste und die haben wir schon länger hier. Moment, können wir da nicht sogar drankommen an die beiden? Ich meine, das könnte schon funktionieren.
Ja doch, die kriegen wir doch locker. Ich weiß, dass wir hier letztens mal waren mit Inki, aber die können wir noch nicht öffnen. Von daher, jetzt können wir sie öffnen. Und jetzt hole ich mir meine Reichtümer. Wir werden auf jeden Fall noch gleich zu Terry gehen. 100 Rubine, also die nehme ich auf jeden Fall mit, ne? Also. Wäre ja gelacht, wenn nicht. Whee! Was? Was? Das sah gerade aus wie ein Bug oder so. Was war das denn? Hab ich noch nie gesehen. Das sah gerade zu geil aus. So, ah, Kopf gerade gestoßen. Cutten wir einfach, cut, cut, cut. Und dann sind wir einfach wieder in der Luft. Okay. Ach stimmt, die müssen wir noch helfen. Kann ich hier vielleicht Musik spielen? Weil hier sind Schmetterlinge. Ich kann einfach rumlaufen. Woo! Hallo Leute, ich bringe euch Musik. Okay, lustig, dass das geht. Okay, Terry wird sogar eine Minimap angezeigt. Ich möchte mal nach da hinten gehen. Neue... Oh, Katze. Oder Lemur. Ja, neue Gütepunkte habe ich leider noch keine. Stimmt, warum sind diese grünen Pflanzen eigentlich nirgendwo gewesen jetzt in letzter Zeit? Ah, da. Moment, kann ich da vielleicht hinfliegen? Und dann genau darauf landen? Nicht so weit, nicht so weit. Wo bin ich jetzt? Hier. Passt das? Was hab ich denn jetzt? Huh. Was bist du? Okay. Hier wollte ich überhaupt nicht lang. Wo bin ich? Ich will da hinten lang. Geht das nicht? Achso, ich darf hier nicht springen. Ah, ich vergessen. Na gut, dann fragt einfach später mal Ingi nach. Und dann gehen wir zu Terry. Da hinten ist er. Der Gute. Da würde ich jetzt gerne hin. Deshalb gehe ich da auch hin. Lol. Und ja, wir sehen schon, wir kriegen ja schon etwas mehr an Rubinen. Schon wenig mehr. Kann ich noch mit dem Lasso, mit der Peitsche kriegen? Wo ist er denn? Über mir, ne? Da. Das geht doch bestimmt, oder? Nee? Nee. Nee, es geht nicht. Oder? Vielleicht geht es. Ich habe es auf jeden Fall jetzt nicht geschafft. Ich stupse ihn einfach mit meinem Beetle an. Das kostet mich nichts. Und ist sowieso einfacher. Er fliegt doch nicht weg. Hallo. Kann man den nicht anstupsen mit dem Beetle? Jetzt ist er langsamer. Was ist nochmal mit dem Beetle? Guck mal, der fliegt schneller, wenn man mit dem Beetle fliegt. Da läuft er von mir ab. Hey Terry, soll das? Ich bin Kunde, ich habe richtig viele Reichtümer für dich. Ich habe richtig viel für dich mitgenommen. Ja? Darf ich hoch? Danke. Whee! Ich habe einiges im Petto. Du wirst lieben, was ich mitgenommen habe. Meine Taschen sind schon so voll. Ich rieche schon nach Rubin. Okay, wir haben hier die Medaille. Das Ding und die Tasche. Wie viel hat nochmal das Ding gekostet? Oh, Lebenskraftmedaille! 800 ist echt viel. Wie viel war das nochmal? Oh, Insekten! 1000! Oh, ja, das ist Late Game Item, eher, um ehrlich zu sein. Oh, diese Schippe, dass das Artikel ausverkauft ist. Dank Ihnen läuft mein Geschäft in letzter Zeit viel besser. Das reicht Ihnen hoch an. Dankeschön. Okay, das ist das Einzige, was wir uns leisten können. Zusatztasche. Was? Das ist zu teuer? Nun, das zwingt sich auch niemand zu kaufen. Also gut. Oh, die haben noch richtig genug Geld. Ich kann mir nichts leisten bei Terry? Oh, bitte warten Sie einen Moment.
Sie sind ganz schön schwer. Wegen ihnen musste ich wie ein Irrer in die Pedale treten. Und jetzt wollen sie gehen oder was zu kaufen? Pah! Na nun, sehen Sie zu, dass sie wegkommen. Was zum Terry? Ich dachte, wir sind beste Freunde. Oh mein Gott, ich glaube, das ist sogar das, was mir irgendwie zeigen wollte, oder? Jetzt habe ich mich... Oh nein, jetzt mag mich Terry nicht mehr. Leute, das muss ich, glaube ich, erstmal verkraften. Ich glaube, wir sehen uns in der nächsten Folge mit Inge hier wieder. Außer ich mache die Folge irgendwie länger oder so. Vielleicht noch eine kurze Folge. Ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall. Ja, wir sehen uns wieder mit Inge das nächste Mal.